Aber dieses Jahr nicht mal so weit. Ja, doch. So, als erstes, Thomas hat ein Jahr lang unser Chor repräsentiert. Er hat das ordentlich gemacht, zumindest ist er irgendwo doof aufgefallen. Ja, Chorkönig bei den Scheibenschützen ist jetzt ein relativ komoder Job. Ja? Du brauchst eigentlich außer gut aussehen, das kann natürlich die Perfektion, ne? Du brauchst nicht. Der lacht da. Ne? So, brauchst nicht großartig was zu machen. Ne? Benimmst dich in der ordentlich bis nett zum Chor, schmeißt eine Runde nach der anderen. Ne? Und Theo hat da schon gut angefangen. Ja. Ne? Thomas, dir nochmal herzlichen Dank für das Jahr, in dem du uns vertreten hast. Ne? Darf jetzt unseren Schatzmeister bitten, dich von unserem Königssilber zu befreien. Wenn ich die zwei so nebeneinander sehe, ist das eigentlich eine jüngere Ausgabe von Theo, ne? Und gleichzeitig unseren Theo mit dem Königssilber auszuzeichnen. Mein ehemaligen Chef, hatte ich das noch erlebt? Gleichzeitig. So, somit dürfen wir das erste Mal in diesem Jahr ein Dreifach-Donnerles Heudo auf unser Theo ausdrücken. Theo, unser neuer Chorkönig. Dreifach-Donnerles Heudo! Ja! Heudo! Ja! Heudo! Ja! Danke! Danke! So, Theo, als erste offizielle Amtshandhandlung steht dir nun zu, die Pendler-Sieger und den König der jungen Schützen auszuzeichnen. Darf ich nur mehr bitten, weil Adio hat die Klamotten parat. Ne? Als erstes, Ritter des Kopfes, Tim Netzer vom Scheibenschützenzug Glückspilz. Das erste Mal war schon im vorigen Jahrhundert und jetzt habe ich mir gedacht, in diesem Mal. Das war sogar im letzten Jahrtausend. Ja. So. Als nächster Ritter des rechten Flügels, Daniel Schütz, ebenfalls. Jäger zu der Scheibenschütze. Als nächstes, Ritter des linken Flügels, vom Scheibenschützen zur Hilfkammer Boschte, Sven Fücker. Und mit das schönste Fans, Ritter des Schweifes, Achim Monak, auch ehemaliger Scheibenschützenkönig. So, dann haben wir zum Schluss noch unseren Sonderorden für unseren König, der Jungen. Ja, immer noch Jungen schützen. Wie alt ist er? 21. Herr Schweiger. Luca Kaplowski von der Wiesbukauer Bosch. Weiter. So, genau. So. Somit sind wir im Prinzip für heute Abend durch. Ich bedanke euch, mich bei euch, dass ihr so lange hier geblieben seid. Achso, Moment. Schießschnur. Genau. Bester Schütze. Ja, auch der wieder. Ne? Ach du liebst mich. Enterhäufung. Und ja, der Glas. Mannschaftspokal.
Ich mache es kurz. Ich bin der Meinung, man sollte bei dieser Gelegenheit, ich habe 1970 das Vergnügen gehabt, da waren einige von euch noch nicht an der Vogelstange, aber 70 das Vergnügen gehabt, dieses Chor mit zu gründen und war dann, wie ich eben sagte, im vorigen Jahrhundert auch schon mal Chorkönig. Und eben hing der Vogel in einer solch eigenartigen Art und Weise an der Stange, dass ich da nicht dran vorbeischießen durfte. Sonst hätte man gesagt, der ist blind. Der did it nie. Deswegen habe ich den Vogel abgeschossen, macht mir aber auch ein großes Vergnügen, in diesem Chor bis in diese Zeit hinein, bis 2018 dabei zu sein. Aber was ich nicht versäumen möchte, ist, einfach mal denen zu danken, die diese Veranstaltungen immer organisieren. Federführend Major Füsse und Völker und den Kameraden, die für Kasse und alle anderen Dinge hier zuständig sind. Euer Applaus für den Vorstand und dem Chor ein weiteres Wachsen, Blühen und Gedeihen. Danke. Scheibenschützenchor und unsere Gartenstadt Beflinghofen. Sie leben? Hoch! Leben? Hoch! Leben? Hoch! Ich danke euch und jetzt machen wir uns noch ein bisschen was.